So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends. Heute spiele ich mal AD Carry. Weil. Autofill. Ich wollte noch was Exotisches wiederum spielen, was ich so ansonsten eigentlich nie spiele. Also ein Champion, den ich mal wirklich nicht kann, so aus Spaß an der Freude. Nämlich Draven. Den haben die Lurchs aber gebannt und deswegen mache ich einen Show-Off von meinem Soulstealer Wayne-Skin, den ich mir durch Hextech-Chests, gesponserte Hextech-Chests von euch, erfarmen konnte. Und danke dafür nochmal. Ich habe mal super Hextech-Chest-Openings gemacht. Ich finde die Kisten aber selbst zu teuer, deswegen habe ich das nicht weitergemacht. Und, doll, brauchen wir gar nicht kämpfen. Und, falls jemand welche sponsern möchte, sagt Bescheid. Ansonsten, keine Ahnung, die sind echt happig, finde ich. Ja, also, brauchen wir gar nicht mehr gegen ankämpfen, so wie es aussieht. Ich habe keinen Bock auf Rain. Gucken einfach mal, was das wird. Ich kann noch keine Wayne spielen, das ist auch das Problem. Ich habe nicht die nötigen Hard Skills bei Wayne. Deswegen fahren wir einfach nochmal. Na, schade. Ich bin echt nicht gut mit der Ollen. Wir gucken einfach, was wir machen können. Ich wollte wieder fürs Mitte spielen. Ich weiß nicht, ob ich das Game hochgeladen habe oder nicht, aber. Ist ja mittendrin abgekackt, aber es waren ein paar schöne Moves drin, deswegen ja wahrscheinlich gar nicht so. Ich hab's noch nicht veröffentlicht, aber. Habe ich fürs Mitte gespielt. Ich wollte nochmal Mitte spielen im neuen Game, aber. Ja. Ich benutze hier, immer mal hier das hier. Der Hotkey für Attack Next Target. Ich wollte damit mal Kiten üben, aber. Habe ich letzten Endes dann doch nicht. Ja, es bringt erstmal nichts. Einfach fahren. Also gerade total unspannend. In der editierten Version werdet ihr das hier gar nicht sehen. Ja, lol, geht eigentlich noch. Aktuell auf der Map. Geht aber ein bisschen hin und her und keiner raus. Ja, poken kannst du oder traden kannst du vergessen und so weiter. Das ist ja die Sache immer. Und ich mit denen. Ja, das wird nichts. Auch nichts. Ich nehme mal einen Pot. Und mach mich full life. Katharina will runter. Na, schade. Ah, ich dachte, die wollen runterkommen. Ja, oder nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich eine Auto-Attack entgegenheilen kann, wenn sie mich poken will, die Sorge. Ich glaube mal nicht.
Schade. Shax wollte kommen. Oh, ist jetzt so ein bisschen. Schade. Ja, Gang. Habe ich nicht drauf geachtet. Hätte gedacht, ich krieg noch was raus. Bin aber auch gefühlt wieder nicht hinterher gekommen. Mal 1500 Gold. Damit lässt sich was machen. Ja. Also raus war ich letzten Endes. Gang. Habe ich nicht gesehen, dran gedacht. Ich habe mir das Team von denen nicht ganz so genau angeguckt, glaube ich. Das haben die im Jungle und Ringer. Gut. Jo. Da haben sie eine Gangplank-Ulti rausgedrescht. Sieht's denn aus dem Farm? Nein, geht's so. Aber Lucian hat keinen Assistant, kein nix. Meinetwiechen. Schade. Schade. Zum Glück stand da keiner im Busch. Ich habe nämlich gerade an den Stirn gekratzt. Hat deswegen meine Hand nicht auf der Tastatur. Got him. Verdammt. Ich habe wieder Finger nicht auf der Tastatur gehabt. Ja, okay. Du schaffst. Nein, da ist er. Sind ja neuesten diese Emoticons draußen. Ja, egal. Ich will da nicht so weit unterm Turm rennen. Ich hätte ulten können, aber. Also ich glaube, Soraka hatte ich gut gefailt. Müssen die nicht bald mal back? Wahrscheinlich. Ja, ich sollte mal ein bisschen Mana sparen. Schade. Oh, ich mach so viel. Ich mach mehr Damage, als ich gerade einschätzen kann mit meinen Auto-Tags. Übrigens. Also nebenbei. Ich bin rausgekommen. Ja, ich hole mal ein bisschen pure Power für den Anfang. Infinity Edge, macht man das immer noch? Infinity Edge. Ich hole mir mal Infinity Statics und sowas. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Lucian geht out of Blade. Play des ruinierten Königs. Na, da bin ich doch schon wieder. Ich weiß, dass Klinge des gestürzten Königs heißt, aber also.
Soraka macht viel Damage an mir, finde ich. Ja, ich krieg halt immer die nicht down, dank Soraka. Aber ich finde, wir halten gut aus. Na gut, die Waves jetzt zurückgesetzt. Mal gucken. Der Jax campt auch viel zu lang. Ah. Silence. Ich wollte flashen, aber... Ja gut. Ne, kann er vergessen, er kann Jax nicht mehr. Lol. Ja, Gangplank-Ulti wieder, ne? Zum zweiten hatte ich meine Gangplank gekillt. Ist egal. Kann ich Boots holen? Ja, kann ich. Ich wollte Mitte. Fizz. Ja. Jinx Ult. Hat jemand eine Jinx Ult? Ja, ich stutze auch. Ich finde, die Soraka kriegt mich immer jedes Mal böse. Mit dem Silence. Nichts zu tun auf der Botlane. Die ist langweilig. Ja, einfach. Ja, wir haben so Schaden gemacht. Soraka altert hoch wieder. Einfach farmen. Drängen also auch in der Mitte. Langweilig. Ah, Jax hat Rift Herald. Oh, ich habe ihn gegen die Wand gefehlt hier oben. Der ist auf und mich direkt schon hochgeflasht, hab in die Wand reingefehlt. Ja. Ja, habe ich dafür auch Flash geburnt, aber. Ja, okay, gut. Ich habe auch noch Speed gegeben, hinherzukommen mit dem Heal.
Dann geh ich halt mal weg. Wo ist Infinity Edge? Ja, und so ein bisschen Static. Weil Static cool ist. Boah, das ist echt nicht so spannend, ey. Aber ey, ich kann beim Lucian mithalten. Woo! Als Nicht-ADC-Spieler. Ich bin für die Solo-Lens gemacht. Sag mal, mach ich ein Wettrennen mit dem Minion oder was? Beware. Ich bin da für die Solo-Lens gemacht. Beziehungsweise für den Jungle. Früher habe ich viele ADK gespielt, aber. Soraka pusht, das heißt, Lucian ist wahrscheinlich nicht hier. Ach, verdammt. Das war bad als Last Hit. Ich mag das, weil man, oder falls jemand das stört, ist immer hier mit A. Das closest target an Klick. A, um besser zu zielen. B, um. Ah, verdammt. Ich wollte noch auf ihn schießen, aber. Im Busch war unsichtbar. Oh, da ist auch geflasht. Admenga wieder hier. Ja, oder ist er noch reingekommen? Hm? Hätte ich nicht auf die Dings springen können? Egal. Ja, vom Spiel her sieht es eigentlich okay aus. Toplaner unser 000, Gegner 302. Hat sich die Kills mit seinen Ultis irgendwo geholt. Kills und Assists. Kampf der Titanen, aber Kills und Assists kamen von woanders. Ja gut, die gehen jetzt back hier unten. The shadows are to be feared. Ich habe auch Langeweile auf der Bot. Nichts zu tun. Aber checken, dass ich noch alles hier abkrieg. Dass der Turm nicht so schnell flöten geht. Ja, das heißt, ich darf jetzt runtergehen und deffen. Lucian ist alleine unten. Hey, der soll mal gegen mich kämpfen. Ja, Gott. Ich wollte mir schon Speed geben und alles mögliche. Hab noch geheilt, um hinterher zu kommen. Lass mal hier Ult skillen. Ah, der Rengar scheint zu eskalieren. Lag? Okay. Da war gerade ein Lag. Man kann warum, manchmal habe ich das bei LOL in der Aufnahme. Ist schon wieder Lag. Hallo? Lag. WTF. Ich starte mal ganz kurz die Aufnahme neu, weil das ist nicht gut. So, da bin ich wieder. Ich habe Aufnahme neu gestartet, weil das ist nicht schön.
Zeit, wo ich mich hier langweile. Kill ich die, aber ist egal, die verschwinden schon. Nix zu tun hier. Oh. Ja, easy. Der Lucian probiert es erst gar nicht, gegen mich zu kämpfen. Er probiert es erst mal gar nicht. Ja, ich muss ein bisschen Kiten noch üben und so generell. Ja, die räumen nur auf. Kein Grund jetzt wegzugehen. Noch nichts Besonderes eigentlich. Ich bin ziemlich bad dabei. Ich gehe einfach hin und farm. Und es reicht aus. Macht gar nicht mal so arg viel in dem Game. Ich bin eigentlich eher recht gurkig dabei. Na verdammt! Ich sehe ihn halt immer nicht, wenn ich im Busch stehe. Ich gehe raus und dann kann ich nicht mehr. Aber ja, rausgehen. Oh Leute, ich meine. Lass mich mal einkaufen mit der schönen Kohle. Da kann man doch was Gutes machen. Ein bisschen Crit hier, ein bisschen Crit da und fertig ist der Kuchen. Ja. Gegner zerreißt der Ring. Oh, der Gangplank hat auch 5 Kills. Was hat mich denn diesmal gekillt? Ha, Gangplank hat keine Kill-Participation an mir gehabt. Wow. So, dafür hat Lucian halt nicht viel. Ich habe jetzt 2 Items fertig. Mal gucken. Hallo Lucian. Was war das denn? Ich mache jetzt ein bisschen Damage. Sogar mehr, als ich einschätzen würde bei mir. Ich mache echt saftigen Damage. Irgendwo hier steht ein Rengar drin. Tschüss. Ja, also wenn ich verfolge, muss ich mal wieder auf normal mit Rechtsklick machen. Nur wenn ich kite, dann mit hier A und dann vorwärts. Ist egal. Hol dich oben, Baron. Ich hab den Lucian noch gekriegt. Hab den Lucian bekommen. Lucian Rip, Rengar Rip. Keine Ahnung, wieso ich einigermaßen gut dabei bin. Ich bin so beet mit Wayne. Kann schon trotzdem funktionieren. Oh, das war schlecht, mein Vater. Leute, ich dachte, der AP, weil der irgendwie mit einem Jumpspiel Damage gemacht hat. Wie war der denn, Jax? Ja, auch nicht so wie ich immer. Aber der Lucian hat, glaube ich, bald keinen Bock mehr. Den habe ich nämlich ein paar Mal kaputt gehauen.
macht er seine Mitte? Hm. Ach, ich bin gleich mit 15, ey. In the dark, all is made bare. Oh, ich habe einen Schuss gemacht. Und der hat die Hälfte seines Lebens verloren. Ich glaube, ich habe ihn an die Wand geflockt. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ihn kurzzeitig gesehen. Ups. Ich lade mich gleich mal hier auf. So. Das war auch nur wieder ein Normal Game, in Anführungszeichen nur ein Normal Game. Gut, ja, so geht back, das heißt, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Ja, gib mir den Farm. Ich muss noch meinen Turm beschützen. So angenehm und Wayne gerade viel Damage hat. Langsam kommt der Damage echt saftig rüber. Also Kiten geht halt damit echt gut. Weil wenn du mal daneben klickst beim Laufen, dann läufst du automatisch wieder zurück. Angenommen, wir sind Menü, klickst daneben, zack, läufst in die Richtung. Aber wenn du hier nur mit A drückst, so zack, dann ist das viel einfacher. Da musst du nämlich nicht mit der Maus hinklicken, sondern nur in die Richtung klicken. Wenn ich hier mit der Maus hinklicke, Achtung, greift er trotzdem mit Minion nach, wenn ich nur hier vor den Spieler klicke. Ich das nächste Minion. Jo. Ich weiß ja nicht, aber. Bei dem Duschen kann man was machen, oder? Ja gut, hätte auch nach hinten losgehen können. Ich hab gar nicht nochmal getumbled, obwohl ich hätte können, sollen, müssen. Ah, komm, ich geh weg. Ich geh mal weg. Ich hab 3000 Gold. Ja, ich spiel noch so ein bisschen hier rum gerade. Ja, QSS für Lifestyle dann noch und dann ist... geht's richtig ab, denke ich. Mit Luz? Warum eskaliere ich so mit Wayne? Ich habe null Bock auf die gehabt eben und... wollte nicht mal AD Carry spielen. Also, Fässer gehen trotzdem. Was, Diana AFK? Nee. Nicht AFK, die ist RIP. Wir haben viel Damage, aber echt kein Tank. Gegner ein Tank? Report Diana for the random. Na komm, reißen wir halt ein. Naja. Lass mal raus. Keine Ahnung. Kein Plan, was zu tun ist. Hey, ich kann jetzt das Leisten-Item holen. Ich hole mir mal hier das Vampiric Scepter. Damit ich jetzt mal ein bisschen Schaden mache. Und ja, das hole ich mir zuerst. Vielleicht hole ich mir auch Blutester und keinen. K
kann mir Bloodthirster holen. Obwohl, naja, eigentlich wäre GA nicht schlecht, ne? Zu spät schon. Gegen Rengo. Ja. Toll. Habe ich einen Exhaust drauf oder? Lee und Silence. Oh lol, jetzt ist auf das Fass gesprungen, nicht auf ihn. Schon Damage of Doom. Ich tausche Schuhe gegen Dings da aus. Ja, Kill für Yasuo. Eigentlich ist das ein easy Game jetzt. Wenn du einfach zu fünft jetzt hier noch einen Bot-Inhib nimmst, dann Top-Inhib. Zwischenzeitlich Baron. Kannst du klar gewinnen, aber macht halt keiner. Guck mal, ob ich einen Red Buff nehmen kann, dann. Gehen wir mal Baron. Mein schöner Bot-Tower, der immer noch steht. Wäre recht solide. Aber wenn mal einer den Baron jetzt tankt oder so, ich schredder den so schnell kaputt. Ja, dann fangen wir an. Also. Ich will nichts sagen, aber als Swain schredder ich den so schnell kaputt. Ups. Prinzipiell mache ich den eigentlich so schnell fertig. Ja, wir müssen Bot pushen, aber am besten mit Minions. Ja, schon gehen er dran. Ja. Der geht da nicht hoch. So, das ist schon mal weg. Ja, da jetzt einfach hier Sturm. Yep. Und wir machen Ende. Komm, ein bisschen Creep fahren noch hin. Plus 50, gut. Bis demnächst, das Krachen. Und tschüss.